von ihr. Günter Kriechbaum ist der Vorsitzende des Ausschusses für die Angelegenheiten der Europäischen Union. Es ist ja sicherlich ihr gutes Recht, an der Bundesregierung herumzukritisieren, aber Fakt ist nun mal, dass Europa sehr froh darüber ist, dass wir nun nach langer Wartezeit eine handlungsfähige, eine starke Regierung haben mit einer klar proeuropäischen Agenda. Und es ist dieses Europa, das ein starkes Deutschland braucht, genauso wie wir umgekehrt ein starkes Europa brauchen. Was die Herausforderungen angeht, hier wurde schon, Frau Nahles hat auch darauf Bezug genommen, viel gesagt. Der Europäische Rat, der jetzt bevorsteht, wird sich gezielt damit auseinandersetzen. Aber, Herr Bartsch, was natürlich überhaupt nicht sein kann und nicht stehen bleiben kann, wenn Sie sagen, das Ergebnis des Brexit sei, dass hier die Bundesregierung letztlich dafür verantwortlich sei. Also so ein hanebüchener Unfug. Es ist vielmehr das, und das muss man immer wieder unterstreichen, wenn nationale Regierungen über Jahre hinweg den schwarzen Peter nach Brüssel schieben, für den eigenen Unfug sich dann nicht verantwortlich zeichnen möchten. Und es ist niemand anderem als Cameron höchst selbst zu verdanken, dass es überhaupt zu diesem Referendum kam und er die Leute nachher nicht mehr von der Palme heruntergebracht, auf die er sie selber gehoben hat. Und zweite, nein, da liegen Sie völlig falsch, Herr Bartsch. Und zweite Anmerkung. Es ist genauso Unfug, wenn Sie hier behaupten, dass die internationalen Hilfsprogramme heruntergekürzt worden seien. Es ist nicht viel besser, wenn ich Ihnen sage, dass die internationale Staatengemeinschaft ihren Einlageverpflichtungen gerade beim World Food Program nicht nachgekommen war. Aber es war eben diese Bundeskanzlerin und diese Bundesregierung, die im Februar 2016 die bis dato größte Geberkonferenz in London mitorganisiert hatte, was 11 Milliarden Dollar in die Kasse brachte für Syrien, für die Nachbarländer, damit wir hier eben auf Migration und auf die Herausforderungen in diesen Ländern auch entsprechend reagieren können. So, und es ist genau die Verantwortung, die internationale Verantwortung auch von Kanzlerin Angela Merkel gewesen. Was den Brexit selbst angeht, wir haben hier natürlich das Austrittsabkommen, das wird bis Oktober 18 unter Dach und Fach sein. Wir haben dann die Übergangsphase, wohl dann bis zum 31.12.2020. Und jetzt wird ja auch schon auf dem Europäischen Rat darüber verhandelt werden oder gesprochen werden, besser gesagt, wie die künftigen Beziehungen aussehen sollen. Und da bleibt noch viel zu tun. Das betrifft im Übrigen auch die Austrittsfragen höchst selbst. Man denke beispielsweise nur an die Außengrenze, die wir in Zukunft haben werden zwischen Irland und Nordirland, beziehungsweise zwischen Nordirland und dann dem Vereinigten Königreich, wenn tatsächlich das umgesetzt werden soll, was jetzt geplant ist, nämlich dass Nordirland förderhin in der Zollunion, in der Freihandelszone drin bleibt. Großbritannien möchte ja genau das vermeiden, aber es hat bislang auch noch nicht gesagt, wie sich dann Großbritannien das Ganze dann auch vorstellt. Fakt ist, Verlierer ist die Wirtschaft, und zwar vor allem die britische Wirtschaft. Es wird nämlich immer davon gesprochen, ja, wenn man dann aus der Europäischen Union hinausgeht, wir reden ja auch über die Deckungslücke, 11, 12 Milliarden Euro für den europäischen Haushalt, dann tut man immer so, als würde Großbritannien dieses Geld sparen. Die Wahrheit ist, dass Großbritannien wesentlich mehr dafür ausgeben muss in Zukunft, wenn es allein die Kosten kompensieren möchte, nicht mehr Teil des Binnenmarktes zu sein. In puncto Handelspolitik, wenn wir schon beim Thema Binnenmarkt sind, USA lässt grüßen, allen voran ist Peter Altmaier, unserem Wirtschaftsminister, zu danken für seinen engagierten Einsatz in den USA, um hier die größten Friktionen abzufedern. Allerdings, es muss sich schon so mancher auch hier im Hohen Haus fragen lassen, wo er denn bei den TTIP-Verhandlungen stand in der Vergangenheit. Denn letztlich ist es eben so, dass, wenn wir TTIP gehabt hätten, genau diese Kapriolen des US-Präsidenten Trump eben gar nicht möglich gewesen wären. Zum Thema Türkei. Wir sind hier im wahrsten Wortsinn in einem Spannungsverhältnis. Es wird sicherlich weniger auf dem Europäischen Rat als dann vielmehr auf dem Sondertreffen, auf dem Spitzentreffen in Varna am 26. März darüber geredet werden. Aber es ist jetzt natürlich schon auch an der Zeit, klare Worte zu finden. Klare Worte, dass das Vorgehen der Türken gerade auch im syrischen Gebiet, im syrischen Kurdengebiet, so nicht akzeptabel ist und verurteilt werden muss. Das
gebietet es, deutlich darauf hinzuweisen, weil wir eben auch als Europäische Union eine Werteunion sind. Aber die NATO ist es eben auch. Und da agiert eine Türkei eben nicht im luftleeren Raum. Und es sollte eben auch daran erinnert werden, dass nach wie vor viele Menschen sich in Haft befinden, vor allem über 150 Journalisten, die zum Großteil sogar auf ihre Anklageerhebung warten. Deniz Yücel war hier zwar eine Symbolfigur, aber nur durch die sozusagen Beendigung der staatlich verordneten Freiheitsberaubung ist die Thematik und das Problem hier bei weitem nicht gelöst. Was die Außengrenzen angeht und der Außengrenzenschutz auch betrifft, da bleibt dieses Thema auf der Agenda. Ja, Frontex muss weiter gestärkt werden. Ja, Frontex ist mit 1000 Mitarbeitern viel zu gering besetzt. Es ist weiter im Aufbau und es ist sicherlich historisch gesehen nicht gerade hilfreich gewesen, dass man die Außengrenzen nationalisiert hatte und belassen hatte und die Binnengrenzen europäisiert hatte. Die umgekehrte Reihenfolge wäre da sicherlich hilfreicher und auch logischer gewesen. Aber das muss auch dazu gesagt werden, wenn die eine und andere Anmerkung in Richtung Bayern heute erfolgte. Das sei auch in Klarheit gesagt. Kein anderes Bundesland hatte solche Herausforderungen zu bewältigen wie Bayern. Und es ist ein großes Dankeschön fällig an die vielen ehrenamtlichen Helfer, an die Landräte, die alle geholfen haben, dieses Problem in den Griff zu bekommen. Es war eine Ausnahmesituation, das sollte man sich immer wieder vor Augen halten. Und ich glaube, gerade in dieser Ausnahmesituation hat die Bundesregierung Charakter bewiesen, Haltung bewiesen und das Richtige getan. Denn dazu sind wir nicht nur verpflichtet von wegen den Verträgen, sondern hier, werte Vertreter der AfD, wir alle haben die Genfer Flüchtlingskonvention unterzeichnet. Und daran sind wir und fühlen wir uns auch gebunden. Und das kann man drehen und wenden, wie man will. Man kann natürlich internationale Verträge in die Tonne treten. Aber wir lassen uns auch durch Sie nicht unsere Werte der Europäischen Union in die Tonne treten. Vielen Dank.